Hallo zusammen, ich habe hier einen, sagen wir, speziellen Kühlschrank. Der ist bei mir, weil er nicht läuft. Und zwar ist das irgendwie ein Zwick von einem Kühlschrank. Zuerst habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Vitrifrigo, dann ein Dometic, dann noch irgendwas anderes. Die Türe ist eindeutig von innen Vitrifrigo. Das Kühlfach innen ist Vitrifrigo. Das Gehäuse hier ist eindeutig Vitrifrigo. Die Tropfschale hier auch. Aber schauen wir uns näher an. Hier ist das Tippenschild und wenn wir das genau anschauen, ist das ein Dometic TJ18SS. Irgendwo steht da Mexiko und wir schauen den Kühlschrank von hinten her an. Hinten ist noch ein Danfoss BD35 drauf, weil das Kühlgerät ist von 2007. Und hier haben wir das Tippenschild wieder. Und da steht Assemblen in Mexiko. Elektroschema. Hier haben wir auch ein Datum drauf. Und hier oben am Kondensator sehen wir wieder Mexiko. Das Handschrift, das Gehäuse ist eindeutig Vitrifrigo. Aber hier ist auch irgendwie ein komischer Lizenzbau. Ja, was ist mit dem Kühlschrank? Der Kondensator ist von Lüfter, ist von ADA. Der wurde vor 10 Jahren von Vitrifrigo verbaut. Ja, dieser Kühlschrank, wir drehen den wieder, war in einem Schiff drin. Er hat ein Loch, der Kunde hat ihn eingestochen beim Abtauen, das sei vereist. Er ist auch schon ein paar Jahre alt, also Dometic. Und er hat einen neuen gekauft. Punkt, fertig, Schluss. War hier, neu eingepackt. Wahrscheinlich hängt er schon im Schiff. Ich verlinke euch hier den Wemo 51N. Hier im Video, das ist das, was wir dem Kunden mitgegeben haben. Und der Kühlschrank wird jetzt auch sauber geputzt und nachher gründlich entsorgt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.